Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, bevor wir heute bei WWE Supercard reinsteigen, nochmal ein kleines Anliegen in eigener Sache, ein Anliegen für uns alle. Eher müssen wir sagen, ihr kriegt's ja mit, im Internet geht's jetzt laufend rum hier wegen Hashtag Save the Internet und Artikel 13 Urheberrechtsgesetz seitens der EU. Leute, da könnte uns langsam wirklich der Arsch auf Grundeis gehen, also das muss man wirklich mal sagen. Für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, es geht quasi um das Urheberrechtsgesetz, was in der EU geregelt wird. Da geht's jetzt zum Beispiel darum, dass Plattformen wie YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, quasi alles, was irgendwie so Rang und Namen hat, natürlich auch alle anderen Websites darüber hinaus, quasi urheberrechtstechnisch für den Inhalt ihrer Plattform verantwortlich sind. Bisher war es so gewesen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel YouTube, weil damit kenne ich mich halt am besten aus. YouTube hat einen Upload-Filter, ich lade meinen Schissel dort hoch, wenn die irgendwie ein Musikstück dort erkennen oder was weiß denn ich nicht alles, dann kriegt man einen Claim, einen Copyright-Claim und was weiß ich nicht alles. Und demjenigen, der der geistige Eigentümer dieses Materials ist, der kann dann entscheiden, ob du dann als Person dafür belangt wirst oder nicht. Jetzt soll mit diesem Artikel 13 das dann so geschehen, dass dann nicht mehr ich beispielsweise als Person dafür belangt werde, sondern die Plattform, auf dem das Ganze dann jeweils passiert. In diesem Fall YouTube. Was könnte das für Folgen haben? Folgen könnten dann natürlich sein, dass YouTube entweder zum einen ihren Upload-Filter anpasst, der so schon sehr vage manchmal funktioniert, oder halt sämtliche Kanäle zu löschen. Das ist wirklich Fakt, Leute, weil ganz einfach die Klagen und die Rechtsstreite, die dort für eine Plattform wie YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat dann auf einen zukommen würden, würden dann natürlich ins Unermessliche steigen und natürlich werden dann auch für so eine Institution, für so eine Größe auf dem Markt natürlich irgendwann mal die Kacke am Dampfen. Deshalb, Leute, es gab bereits eine Abstimmung wegen diesem Artikel 13, das war im September rum gewesen. Damals ist knapp dafür entschieden worden, dass man dagegen ist, gegen Artikel 13. Die Abstimmung war aber nicht so eindeutig, dass dort halt nochmal eine Folgeabstimmung geschehen soll und das soll jetzt Ende des Jahres soweit sein. Wie gesagt, Leute, ich packe euch mal ein Video in die Videobeschreibung mit rein von CEO, also von der, ich sag's mal, Chefin YouTube, Susan Wojcicki, die da in ihrem offenen Brief das nochmal dargelegt hat an die Creatorschaft, auch an die YouTube-Konsumenten. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung und gleichzeitig auch nochmal den Link zu einer Petition, die ja quasi sich dagegen ausspricht, gegen diesen Artikel 13. Ich selbst habe dort auch mein Signum mit drunter gesetzt und man wird sehen, was passiert. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, naja, YouTube-Leute, ihr könnt dann halt nicht mehr euren Schüssel machen, könnt damit Geld verdienen, Katzen rasten aus, könnt euer Geld nicht mehr damit verdienen, was weiß denn ich, was da bei euch dann im Kopf los ist, aber es geht auch um euch als Konsumenten. Ihr könnt den Schüssel dann halt auch einfach nicht mehr gucken. Das ist das Traurige. Selbst wenn, das sind die Beispiele, auch ich, wo ich meinen Techniker gemacht habe. Ich habe YouTube genutzt, um zu lernen. Mathe, Vektorenrechnung, irgendwelche Technikbelange. Das habe ich mit YouTube viel gelernt. Oder nehmen wir mal meine Mutter. Ein blödes Beispiel. Die guckt sich Strickanleitung bei YouTube an. Das wird es dann, wenn dieser Artikel durchgesetzt wird, nicht mehr geben. Und ganz klar, so wie es ist, ich komme eigentlich aus Ostdeutschland. Im Prinzip wird das dann so ein kleines Stasi-Internet, zumindest für uns in Europa. Leute, wir werden sehen, was passiert. Ich möchte dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ich finde, es war ein bisschen meine Pflicht, euch ein bisschen darauf hinzuweisen und gegebenenfalls auch dazu ermutigen, bei dieser Petition mitzumachen, damit wir alle diesen Kosmos YouTube weitererleben können, dass ich hier weiterhin zum Beispiel auch Videos für euch produzieren kann, dass ich weiterhin mit euch vor allem in Kontakt treten kann. Ich habe so viele tolle Leute durch diese Plattform kennengelernt und hoffe, dass ich in Zukunft noch mehr kennenlerne. Und das möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Und auch ich möchte mir nicht nehmen lassen, gewisse YouTuber zu schauen, die ich gern verfolge und was weiß ich nicht alles. Das wäre wirklich eine miese, miese Nummer, Leute. Gut, genug dieser Worte, ihr wisst Bescheid, nützliche Infos dazu noch in der Videobeschreibung, könnt ihr ruhig mal reingucken. Jetzt soll es aber um WWE Supercard reden. Wir versuchen jetzt mal irgendwie den Bogen wieder zu kriegen, dass wir alle glücklich werden. Und zwar, Last Man Standing ist vorbei. Ich konnte Last Man Standing natürlich beenden, wir haben ja Grinding-Ausgabe ein bisschen gezockt da miteinander und ich habe mir meinen Undertaker schon abgeholt.
Ihr seht's, Platz 4200, noch was bin ich geworden. Bin sehr glücklich darüber, so Top 5000 war so ein bisschen mein geheimes Ziel. Das habe ich durchaus erreicht. Der Gute ist besser wie ein normaler SummerSlam 18 Pro, auch das macht mich glücklich. Hat noch keine Play-Level, also wenn es so wie bei Goliath ist, dass er da so ungefähr nochmal 4000 Punkte zulegt pro Stat. Geile Nummer, ich denke mal, dann sollte er auch noch besser sein, wie beispielsweise in Cesaro und hier auch diese normalen hier WWE 2K19, hier diese Promo-Karten, die es damit dazu gab. Für mich eine gute Karte, ins RTG-Deck gerutscht, geile Nummer. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr so erzählt, wie ihr LMS abgeschlossen habt. Viele von euch wollten da ja zum Ende dieser Season natürlich auch nochmal Gas geben. Dann, Team Road to Glory steht ins Haus mit einer wirklich geilen Karte, das muss ich wirklich mal sagen. Wir haben hier Seth Rollins, John Cena, Dean Ambrose, Bestie The Miz, dann Jinder Mahal, Bray Wyatt, Bret The Hitman Hart, Daniel Bryan und dann die Karte, um die sich alles dreht, SummerSlam 18 AJ Styles. Mit Undertaker, eine der besten Karte dieser Deckstufe. Natürlich zum Ende der Season möchte Cat Daddy uns noch was Gutes tun. Mir tun sie im Prinzip nichts so Gutes. Ist kein Pro für mich. Wie sollte es auch anders sein? Aber naja, fällt mir noch ein, man kann sich hier noch so ein Portrait-Pack holen. Scheißbild. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Will ich nicht, brauche ich nicht. Auch nicht für 900 Credits. Wow, es gab Rabatt. Ja, Leute, sonst ist eigentlich nichts weiter passiert. Wir öffnen noch ein TBG-Pack gemeinsam in der Hoffnung, dort mal eventuell eine SummerSlam 18-Karte rauszuholen. Mir geht es ja schon mittlerweile gar nicht mehr darum, da ein Pro rauszuziehen, sondern wenigstens eine SummerSlam 18-Karte. Leute, wir haben uns durchgesetzt, dass Team Nightwalkers gegen HRO, Hansastadt Rostock, ich weiß es nicht, Deutsch WWE, keine Ahnung, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Und Leute, wir gucken drin, Belohnung einfordern, kriegen wir mal eine SummerSlam 18 Karte? Ja, natürlich nicht. Das ist echt lächerlich, Leute. Wir kriegen hier Roman Reigns, sehr geil, Kofi Kingston und Apollo Crews, die ich glaube ich noch gar nicht hatte. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist es ein Pro? Ich meine, nützt mir jetzt eh nichts. Aber Apollo Crews, hatte ich den jemals, also jemals schon mal gehabt? Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich denke nicht, Tim. Gut, Leute, das soll's gewesen sein. Ihr seid im Bilde supercard-mäßig. Ich bin sehr gespannt, wie die Woche noch verläuft. Ob wir die Woche schon neue Season haben. Ich denke mal eher nicht, weil wie gesagt, bei TBG die Belohnungen und hier bei PvP, das deutet alles darauf hin, wo ist es hier, dass in 9 Tagen, 18 Stunden das alles aktualisiert wird, was dann mit dem Datum 14. November mit einhergehen würde. Und das, denke ich mal, wird dann eher der Season-Wechsel sein. Ich denke mal, vielleicht kriegt man noch ein Flash-Event bis nächste Woche, aber ich denke mal, Mittwochabend wissen wir mehr und dann Donnerstag hier bei mir im Video. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Entschuldigung, dass man heute mal so ein bisschen ernster am Anfang reden muss, aber ist nun mal ein Thema, was zurzeit in aller Munde ist und ich wollte euch darauf einfach auch mal hinweisen. Ansonsten Supercard-mäßig, alles in Ordnung, schreibt rein. TBG, wie lief's bei euch so? LMS, täte mich natürlich auch interessieren und dann hadern wir der Dinge, die da kommen mögen, zum Donnerstag, zum nächsten Singles-Event, Flash-Event. Wir werden es einfach sehen, Leute. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Season 5 auf jeden Fall, lange ist es nicht mehr. Gut, das soll es jetzt gewesen sein, Leute. Ich wollte einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.